Herzlich willkommen zu den Games World Daily News am Dienstag. Und so schnell wie er gestern da war, ist er auch schon wieder weg. Mein lieber Kollege, der Dominik, also wieder ein Olli-Solo-Special mit spannenden Themen. Devil May Cry 5, der Serienschöpfer, gibt Anregungen zur Umgestaltung der Reihe. Total War 3 Kingdoms, Mod-Support offiziell bestätigt und neue Details zur Kampagne. Final Fantasy 15 Release-Termin der PC-Version mit allen DLCs bekannt gegeben und Fortnite umfangreiches Update für die Battle Royale Map geplant. Release noch in dieser Woche. Los geht's mit Devil May Cry 5. Viele fragen sich jetzt, wurde das jetzt angekündigt? Nein, Capcom hat sich noch nicht offiziell dazu geäußert, aber wie der neue Teil aussehen könnte, das verriet jetzt der Serienschöpfer der Reihe, nämlich Hideki Kamiya. Er hat via Twitter da ein bisschen seine Ideen geäußert zu einer möglichen Umgestaltung der Reihe. Es würde sich anbieten, schreibt er, dem Spielprinzip von Devil May Cry ein Update zu verpassen, damit ein Weiterbestehen der Reihe gewährleistet werden kann. Bestandteile dieser Überarbeitungen wären natürlich neben der Grafik auch Anpassungen des Gameplays. Hierbei könnte der neueste God of War Ableger als kleine Orientierungshilfe dienen. Statt ein Anime-Hack-and-Slash sollte Capcom aus Devil May Cry 5 ferner ein realistisches Actionspiel mit filmischer Inszenierung machen. Diese Äußerungen, wie es halt immer so ist mit diesen ganzen Reboots, kamen bei den Fans jetzt nicht wirklich gut an. Der Tweet ist aber laut Serienschöpfer Kamiya lediglich als Vorschlag gemeint, wie der Publisher eben die Reihe auffrischen könnte. Also kein Zwang oder sonst was, lediglich kleine Anregungen. Trotz einer weiterhin ausbleibenden Ankündigung befindet sich bereits seit mehreren Monaten ein Projekt in Arbeit unter Leitung des Devil May Cry 4 Directors. Worum es sich dabei handelt, das lässt Capcom aktuell noch offen. Wir vermuten allerdings stark ein neues Devil May Cry oder irgendwas, was eben auch sich im Devil May Cry Universum abspielt. Total War 3 Kingdoms ist unser nächstes Thema. Sega und Creative Assembly haben jetzt neue Infos zum erst kürzlich angekündigten neuen Total War veröffentlicht. In einem FAQ auf der offiziellen Website gehen die Entwickler unter anderem auf die Themen Mod Support und auch die Kampagne ein. Demnach werde auch das neue Total War wieder Mods unterstützen. Die Integration vom Steam Workshop, die sei auch parallel zum Release geplant, also ihr könnt gleich loslegen und irgendwelche Mods dann erstellen. Die Kampagnenkarte, die soll zudem offenbar ziemlich groß ausfallen. Die Entwickler versprechen, dass die neue Weltkarte den Fans wortwörtlich die Kinnlade herunterklappen lassen wird. Es ist also durchaus möglich, dass die neue Map dann deutlich umfangreicher ausfällt als beispielsweise in den Vorgängern. In Kürze, da wolle man weitere Infos veröffentlichen, unter anderem auch zu den Systemanforderungen sowie den geplanten DLCs, von denen es in Total War ja immer sehr viele gibt. Final Fantasy 15 kommt auf den PC. Square Enix hat den offiziellen Release-Termin jetzt mitgeteilt, nämlich am 6. März. Da erscheint diese PC-Version. Neben dem Grundspiel sind auch alle bisher erschienenen DLCs enthalten. Zudem gibt es neue Fahrzeuge, einen First-Person-Modus und mit den Insomnia-Ruinen auch ein komplett neues Gebiet zum Erkunden. Kosten soll die PC-Fassung dann Pi mal Daumen 50 US-Dollar. Erhältlich wird diese interessanterweise nicht nur auf Steam sein, sondern auch auf EA Origin und im Windows Store. Auch Mods und sogar 4K bis 8K Auflösung werden auf dem PC dann unterstützt. Und wenn man so ein Komplettpaket rausbringt für den PC, wird es sich ja auch gleich anbieten, das auf die Konsolen zu bringen. Und genau das macht Square Enix auch im selben Zug. Erscheint nämlich für PlayStation 4 und Xbox One die sogenannte Royal Edition. Und diese ist dann inhaltsgleich mit der PC-Fassung, also quasi das Komplettpaket aus Grundspiel, DLCs, extra Gedöns, alles mit dazu. Gute Nachricht ist hier, wer Final Fantasy 15 vielleicht auf den Konsolen schon besitzt, aber diese Royal Edition trotzdem haben möchte, der soll dann für rund 20 US-Dollar auf das Komplettpaket upgraden können. Ja, nicht schlecht. Also nicht eine erneute Anschaffung von Final Fantasy 15 da nötig. Fortnite ist unser letztes Thema. Epic Games bereitet ein neues Update für Fortnite vor. Der Patch, der richtet sich vor allem an die Map,
des, also als beliebten Battle Royale Modus. In einem Video, da gehen die Entwickler auf die Änderungen ein. Demnach sind neue Gebiete mit zusätzlichen Schauplätzen für die Karte eben geplant. Dazu kommen soll beispielsweise eine kleine Stadt mit Hochhäusern und einem Motel. Ja, bietet sich ja an, kennt man ja aus von der Konkurrenz von PUBG auch. Zu den neuen Points of Interest zählt dann auch ein Schrottplatz, auf dem unter Umständen zusätzliches Loot zu finden ist. Also sie machen die Karte ein bisschen spannender und genau das war auch das Ziel der Entwickler. Man will Teile der Karte interessanter gestalten, die sich halt bisher ziemlich leer angefühlt haben und den Spielern dann halt mehr Anreiz geben, da auch mal hinzuschauen. Das neue Map-Update soll noch in dieser Woche erhältlich sein. Ein konkreter Release-Termin ist bisher nicht bekannt. Auch in der Zukunft soll es weitere Map-Updates für Fortnite mit zusätzlichen Verbesserungen geben. Und eine kleine Success-Story noch am Schluss und vielleicht eine kleine Info. Nach Angaben von Epic Games hat Fortnite mittlerweile mehr als 40 Millionen Spieler erreicht. Liegt vermutlich daran, dass es ein Free-to-Play-Spiel ist und sowohl auf PC und auch Konsolen herausgekommen ist. Deswegen halt deutlich mehr Spieler erreicht als PUBG. Einen Maximum-Player-Peak von 2 Millionen Spielern konnten sie zudem auch erzielen. Also vielleicht auch für den ein oder anderen PUBG-Fan ganz interessant. Wer mal Lust drauf hat und sich mit diesem Comic-Look anfreunden kann, da gerne vorbeischauen. An den Spielern mangelt es nicht und auch nicht an den Kommentaren aus unserer Community. Und die schauen wir uns jetzt an. Ja, gestern haben wir berichtet, dass Nintendo so aktuelle Technologien wie VR und 4K in nächster Zeit nicht unterstützen wird. Aktuell werden diese nämlich noch nicht gut genug bei den Nutzern etabliert, also bei euch zu Hause. Deswegen haben wir euch gefragt, wie sieht's aus? Habt ihr schon einen 4K-Fernseher oder spielt ihr noch in Full HD oder spielt ihr vielleicht noch auf einem alten Röhrenmonitor? Der Chris Baum, der schreibt, meiner Meinung nach ist das Angebot bei 4K und VR noch nicht massenmarkttauglich, da dieses Technik-Setup noch zu neu und teilweise zu teuer ist. Außerdem gibt es beim VR noch wenig tolle Spielangebote. Nintendo hatte eine VR-Lösung in den 90ern mit dem Virtual Boy vermarktet, die sich allerdings als Misserfolg herausstellte. Oh ja, was für ein gigantischer Misserfolg. Das VR-Setup kostet aktuell je nach Plattform ca. 400 Euro aufwärts. Selbst beim 4K gibt es noch zu wenige Angebote. Man muss sich nur im Filmbereich umschauen und für eine Standard-Blu-ray 30 bis 40 Euro hinblättern. Nein, danke. Eftel ist eine Finanzierung in die 4K- und die VR-Lösung bei einer neuen Konsolengeneration ab einer PlayStation 5 und einer neuen Xbox lohnenswert. Ich sehe das haargenau wie du. Ich denke, VR wird erst im nächsten Konsolenzyklus dann wirklich interessant und auch 4K natürlich, weil es sich jetzt halt gerade im Moment noch als Standard etabliert. Wenn dann jeder Hersteller erschwingliche 4K-Displays auf dem Markt hat, dann sieht es auch mit dem Preis schon wieder besser aus. Ist ja Gott sei Dank immer so, war ja auch bei Full HD bei 1080p jetzt auch so. Also wurde ja auch dann immer billiger. Am Anfang war es natürlich auch noch sehr viel Zukunftsmusik, wenn man sich vor allem mal die Fernseher anschaut, die damals rauskamen. Venomous Toby schreibt uns, ich habe die Xbox One X mit einem Samsung 4K 55 Zoll, ich stehe drauf. Man sieht zwar keine revolutionär bessere Grafik, dafür war HD schon gut genug, aber an den Kanten sieht man es schon. Es ist nice anzusehen und gerade bei Forza 7, Elite Dangerous oder auch The Witcher ist es brillant. Auch wenn man in Assassin's Creed Origins auf einer Pyramide sitzt und sich umsieht, mein liebster Spot in 4K, sieht es atemberaubend aus. VR wird erst interessant für mich, wenn 4 bzw. 8K eintrifft, denn durch die Linsen wird's krätzig. Aber Nintendo ist immer schon gegen den Trend gefahren, hat ihnen mit der Wii U fast den Kragen gekostet, aber jetzt sind sie ja wieder da. Finde ich gut, Nintendo darf nicht sterben, dafür ist es zu originell. Ja. Ich fände es auch sehr schade, wenn Nintendo den Konsolenmarkt verlassen müsste aufgrund von so einer Fehlinvestition. Die Wii U, klar, das war zu wenig Innovation. Dafür mit der ersten Wii, da hat es ja ganz gut geklappt, mit diesem, als diese Motion-Steuerung und so weiter auf den Markt kam. Und das als Familienkonsole zu etablieren, das war schon ziemlich erfolgreich. Hoffentlich gelingt ihnen natürlich auch weiterhin nochmal so ein Schuss. Würde dem Unternehmen mit Sicherheit nicht schaden. Thorsten Diephander schreibt, 4K ist im Moment noch keine Option, zu teuer und meiner Meinung nach noch zu wenig Content. Wenn aber eine PlayStation 5 mit echtem 4K erscheint, würde ich drüber nachdenken. Habe ich ja schon gesagt, eingangs, bei mir sieht es genauso aus. Jetzt ich habe eine PlayStation 4 daheim, eine PlayStation 4 Pro mir jetzt kaufen, mir einen teuren 4K-Monitor kaufen, ne,
Da warte ich einfach ab, was die Zukunft bringt. Und PlayStation 5 dann klar, da wird dann wahrscheinlich auch ein neuer Monitor her müssen. Palmali schreibt, ich habe mir jetzt einen 4K-PC-Monitor gegönnt für meine PlayStation. Meine alte PC-Schrottmühle schafft kein 4K. Und wenn die dann irgendwann mal billiger werden, vielleicht sogar zur nächsten Konsolengeneration, wo ich mal stark von ausgehe, dass die dann im richtigen 4K laufen werden, ohne Skalierung und so, werde ich zuschlagen. Gleich die Konsole und TV im Bundle, aber bis dahin wird noch genug Wasser den Rhein runterlaufen. Ja, und genug Zeit zum Sparen hast du dann auch, weil Konsole für 500 Öcken dann und ein Fernseher für, ja, vielleicht auch, je nach Größe, 500 bis 1000 Euro. Das kann man sich bis dahin, denke ich, ganz gut absparen. Der Prolo schreibt, 4K ist noch viel zu teuer und so unbedingt brauchen tue ich es auch nicht. Full HD reicht mir bei Film und Video absolut. Da habe ich lieber super Sound, weshalb ich da auch mehr investiert habe als ins Videogerät. Ich glaube aber, dass Nintendo das eher deshalb nicht einbaut, weil die Switch zu schwach sein wird, sowohl für 4K als auch für VR. 4K, klares Ding, würde die Switch, denke ich mal, nie packen, außer mit 2 Frames die Sekunde. Dann wird es aber wirklich ekelhaft oder du benutzt sie dann als Lagerfeuersimulator oder sowas. Ich finde halt gerade für VR würde sich die Switch halt aus dem Grund anbieten, weil du es ähnlich wie mit so einer Gear VR dann machen kannst. Du kannst dann quasi so ein Gestell kaufen und die Switch da vorne reinklemmen und hast dann quasi schon eine VR-Brille, die ja dann auch kein Kabel braucht, weil die Power kommt ja dann aus diesem, wie ein Handy, aus diesem Mobilteil. Das wäre eigentlich ganz geschickt, aber vermutlich probiert werden haben sie es schon. Aber wahrscheinlich gesagt, nee, ist vielleicht noch nicht innovativ genug oder irgendwelche anderen Gründe wird das haben. An sich ist es Teil prädestiniert dafür, wie es dann dabei mit den Frames und mit der Auflösung aussieht. Das ist, steht natürlich auf einem anderen Blatt und ich glaube, genau das meint der Prolo hier auch, dass es dann halt irgendwie hässlich aussieht. TNM001 schreibt, bei den aktuellen Preisen für Grafikkarten vermeide ich absichtlich 4K. Das wird mir zu teuer. Vor allem, da ich mehrere Monitore betreibe. Wenn ich die Wahl habe zwischen 4K und mittleren Details versus Full HD mit hohen oder Ultra Details, wähle ich Letzteres. Für die Arbeit allerdings ist 4K schon toll. Man kann größere Diagonalen nehmen, ohne Arbeitsfläche zu verlieren. Wer schon mal mit Tabellen gearbeitet hat, wird das dankend annehmen. VR ist eine nette Spielerei, aber darauf würde ich derzeit als Produzent auch kein Haus verwetten. Von daher kann ich Nintendo verstehen, aber gibt es noch ganz andere Baustellen, in die man vorher investieren kann. Aber machen wir uns nichts vor, auch Nintendo wird intern Leute haben, die das Thema genau verfolgen und Prototypen entwerfen, sind halt auch nicht für die Masse gedacht, sondern nur, um auf Trends vorbereitet zu sein. Exakt das denke ich auch. Nintendo wird sich sehr wohl überlegt haben, was die neue Konsole können kann, was sie erfüllen kann und da auch natürlich über VR und so weiter nachgedacht haben. Und es wird wohl einen Grund gehabt haben, warum dieses Feature dann jetzt erstmal gestrichen wurde, beziehungsweise in absehbarer Zeit eben auch nicht damit zu rechnen ist. Also auf jeden Fall wird Nintendo das analysieren. Wenn nicht, wären sie ja wirklich Deppen. Und wenn ihr mehr Bock habt auf uns Deppen, beziehungsweise auf mich Deppen, dann hebt die Daumen, dann kehre ich morgen zurück und bringe euch wieder News. Vielen Dank für die sehr positive Bewertung des letzten Videos. Hab schon gemerkt, es hat gefruchtet, meine kleine Ansprache. Keep it up, macht uns groß und wir sehen uns dann morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut.